Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Risen 2 Dark Waters. Ist immer noch ein Riesenspiel. Und im letzten Part waren wir hier auf dem ehemaligen Blutschwurplatz, der inzwischen nur noch der Ausdüchterungsplatz ist. Und machen uns jetzt mal dran, hier mit den zwei Piratenkapitänen hier zu sprechen und gegebenenfalls ihre Probleme zu lösen oder zumindest einen Lösungsansatz zu erhalten. Schauen wir doch mal munter los. Guten Tag, hallo. Schluss damit! Es reicht, Slane. Wir hatten einen Deal. Ich habe mich an meinen Teil der Abmachung gehalten. Jetzt bist du an der Reihe. Du sollst deinen Tribut bekommen. Im Moment kann ich dir aber leider nicht mehr anbieten als die Beute meiner letzten Kaperfahrt. Dein Gold ist nichts wert. Deal ist Deal. Da gibt es keine Grauzone. Wenn dir deine Ehre auch nur eine Goldmünze wert ist, dann begleiche endlich deine Schuld. Aus deinem Mund klingt Ehre wie eine Krankheit. Dieses Geschwür vergiftet deinen Verstand schon seit so vielen Jahren. Ich habe den Blutopferdolch nicht hier, auch wenn du noch so brüllst, Alvarez. Du lügst. Das sehe ich dir an. Vielleicht sollte ich dein Schiff mit meinen Männern auf den Kopf stellen. Dann werde ich das gute Stück sicher in einer deiner stinkenden Truhen finden. Sei vernünftig, alter Mann. Du willst keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst. Nun gut. Du lässt mir keine Wahl. Kehre auf dein Schiff zurück und zähle weiter die Tage deiner Unaufrichtigkeit. Wenn deine Planken erstmal Moos angesetzt haben und deine faulen Wasserfässer zum Himmel stinken, wirst du es dir ja vielleicht doch noch anders überlegen. Alter Narr. Uns rennt die Zeit davon, erkennst du das denn nicht? Das Handelsverbot über meiner Stadt bleibt bestehen, bis der Blutopferdolch in meinen Händen ist. Das ist mein letztes Wort. Okay, also wir brauchen den Blutopferdolch. Dann schnacken wir mal mit den beiden. Vorher natürlich erstmal gucken, was man hier noch so mitlooten kann. Slane, guten Tag, was ist denn hier los bei euch? Ihr scheint ja richtig Stress zu schieben. Kann ich dieses... Oh, wunderbar, gib mal her, das Ding. Erstmal looten und dann gleich reden, ne? Ihr kennt das ja. Erstmal das ganze goldene Zeug. Was soll das werden? Na, ich sammle mir hier ein bisschen goldenes Zeug ein. Ich muss Geld bekommen. Ne? Piraterie ist nicht billig. Guten Tag. Wie ich hier wieder nicht durch kann. Es ist einfach im Arsch. Trotz, dass ich das alles auf 60 FPS gecapped habe. Irgendwie geht's wieder nicht mehr mit dem Schleichen. Aber egal, wir kriegen's ja hin, ne? Macht das Ganze ja nur ein bisschen spannender. So, müssen wir mal aufpassen. So. Ja, wunderbar. Löbt doch die Kiste. Eine Schatzkarte, Piratenanhänger. Oh, Hiebwaffe, Pistole, Kugel, sicher und schmutzige Tricks. Das Ding ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ist besser als unser Glücksbringer, den wir aktuell haben. Und 200 Gold. Sowie eine Schatzkarte, der Schatz am Weststrand von Antigua. Da legen wir doch direkt diesen Anhänger auch mal an. Schön, wir sind ein wahrer Pirat. Ich sag's euch. So, dann wird erstmal weitergeguckt, was hier noch so abgeht. Gold. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. So, und ein altes Tagebuch. Die Miliz hatte mich durch den Strick zum Tode verurteilt. Okay. Ich stand bereits eine halbe Stunde am Galgen und zog langsam an meiner letzten Pfeife. Eine Minute später und das wäre aus gewesen. Dann kam ein alter Kumpel Greg und schoss durch das Seil. Den Strick bewahre ich heute noch als Andenken im Lagerhaus auf. Na, sieh mal einer an. Na, sieh mal einer an. Pokal. Wein. So, was haben wir hier noch? Den Strick als Andenken im Lagerhaus. Goldbrocken. Noch mehr Wein. Das Wein sich auch einfach in Proviant umwandelt, finde ich sehr gut. So, dann sind wir hier soweit durch. Okay, können wir mit dem Schleichen, glaube ich, aufhören. Dann gucken wir nochmal oben und dann quatschen wir gleich mit den beiden. Ne? Aber erstmal looten, das ist das Wichtigste. Erstmal einsammeln, was so geht. Guten Tag, Alvarez. Na, alles gut? Ich gucke mich mal ein bisschen um nach Wertvollem. Da ist eine Karte, das ist schon mal hilfreich. Da haben wir noch eine geile Federkiel. Miese Ratte. Ja, danke. Man hat mich schon Schlimmer genannt, ne? Die 8 Regeln des Piratenkodex. Erstens, das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Okay. Zweitens, wer es findet, darf es behalten. Na also. Drittens, schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens, der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens, Deal ist Deal. Sechstens, im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens, bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens,
Wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Oder erst entehrt und dann getötet, ne? So war's früher. So, ich fange mal erstmal an, unten mit Slane zu sprechen. Und dann quatschen wir mit Alvarez, ne? Gucken wir doch mal, was hier los ist. Ja, danke, das Gespräch mit dir langweilt mich jetzt auch schon. Hi, Slane! Sieh mal einer an, wer da zur Tür hereinstiefelt. Du bist also der Neue, ja? Siehst ein bisschen blass um die Nase aus. Das sagt der Richtige, du bist doch käseweisiger als ich. Du hast mich also erwartet? Du hast mich erwartet? Ich habe deinen Kahn gesehen. Ein prächtiges Schiff, das muss ich zugeben. Man sagt, Stahlbart hätte dich in seine Mannschaft aufgenommen. Ja, aber das ist schon einige Tage her. Dieses Weibsbild von einem Seeungeheuer hat ihn getötet. Stahlbart hat mir sein Kommando überlassen, kurz bevor er starb. Was sagst du da? Stahlbart ist tot? Das ist unmöglich. Nein, ich war selbst dabei. Er ist tot. Du kannst mir ruhig glauben, es ist wahr. Und es war selbst dabei. Ich war selbst dabei. Du hast es gesehen? Wenn Mara sogar Stahlbart bezwingen konnte, dann haben wir ein größeres Problem, als ich bisher angenommen hatte. Niemand ist unbesiegbar. Mara ist geduldig. Sie wartet bei jedem von uns nur auf einen Moment der Schwäche. Bei Stahlbart hat sie wohl im richtigen Augenblick zugeschlagen. Ja, er stand mit dem Rücken zu ihr und hat nicht damit gerechnet. Also das war echt mies und sehr unehrenhaft. Du bist echt schwer zu finden, Junge. Du bist schwer zu finden. Oh, du hast mich gesucht? Ja, verdammt, es war eine weite Reise hierher. Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Stahlbart schickt mich zu dir. Es waren seine letzten Worte. Stahlbart schickte mich zu dir. Es waren seine letzten Worte. Wirklich? Ich fühle mich geehrt. Immerhin warst du so schlau, hier in Antigua vorbeizuschauen. Ja, klar. Obwohl ich sagen muss, dass du Glück gehabt hast. Ein paar Tage später und ich wäre schon wieder auf hoher See. Das sieht ja aktuell nicht so aus, als würdest du irgendwo hinfahren. Unsinn, der Admiral lässt dich doch gar nicht weg. Unsinn, der Admiral lässt dich doch gar nicht weg. Du hast unser Gespräch belauscht. Ja, klar. War nicht zu überhören. Lass uns über dein Artefakt, der Blutopferdolch, reden. Jetzt fängst du auch noch damit an. Ja, sorry. Na gut. Lass uns über den Dolch reden. Okay. Aber nicht hier. Wir gehen zu meinem Schiff. Da können wir ungestört reden. Folge mir. Klingt nach einem guten Plan. Ich komme mit. Oh ja. Ich gehe aus dem Weg. Oh, renn doch nicht so. Ich hab das nicht so eilig. Ich bin Informatiker. Ich renne nicht so viel. Oh. Die Wände haben Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, klar. Du meinst Alvarez. Psst. Nicht so laut. Komm weiter. Ich folge dir, Slane. Los geht's. Auf zu deinem Schiff. Hier durch die Gegend slidet. Du hast Admiral Alvarez ganz schön verärgert. Der kriegt sich schon wieder ein. Wir hatten einen Deal und ich kann ihn leider nicht erfüllen. Und jetzt pocht Alvarez auf seinen Piratenkodex und will den Dolch mit Gewalt aus mir herauspressen. Warum will er den Dolch überhaupt haben? Warum will er den Dolch? Wer will ihn nicht? Der Dolch ist eine sehr mächtige Waffe. Die sich in deinem Besitz befindet. Ja, aber ich habe ihn nicht bei mir. Wo ist er? An einem sicheren Ort. Komm mit. Am Hafenkai werde ich dir mehr darüber erzählen. Alles klar. Auf in Richtung Hafenkai. Vielleicht ballert er mir ins Gesicht oder so. Zack, Pistole raus. Also, wo ist der Blutopferdolch? Ich habe ihn versteckt. Er ist auf einer kleinen Insel, nicht weit von hier. Darum kann ich ihn auch Alvarez nicht geben, auch wenn er noch so brüllt. Okay, wir müssen die See von Mara befreien. Das ist hier das Ziel. Wir müssen die See von Mara befreien. Ja. Wir müssen ihr die Stirn bieten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ohne den Dolch kann ich mich auch gleich in der See ertränken. Ihre Macht ist sehr groß. Selbst Stahlbart war ihr nicht gewachsen. Das ist korrekt. Ich hab nicht vor, aufzugeben. Das hört sich ja fast so an, als würdest du sie bewundern. Ich hab nicht vor, aufzugeben. Deine Entschlossenheit klingt sehr überzeugend. Aber hast du auch einen Plan? Aber sowas von. Ich hab Crow getötet und sein Artefakt an mich genommen. Was denn? Crow ist auch erledigt und du hast sein Artefakt? Dann sieht die Sache ja schon gleich ganz anders aus. Warum sagst du das denn nicht gleich? Ja, einfach, du hast ja auch nicht gefragt, ne? Du hast nicht gefragt. Das sind gute Neuigkeiten. Ja, und Mara fürchtet die Artefakte. Mit ihnen haben wir vielleicht eine Chance. Ich muss zugeben, das hat einen gewissen Reiz. Zwei junge Kapitäne stellen sich dem unbarmherzigsten Feind, den die See in diesem Teil der Welt je gesehen hat. Hört sich ziemlich aussichtslos an. Ich bin dabei. Da gibt es nur leider noch ein kleines Problem. Alvarez. Yep. Ohne Schiffsausrüstung hängen wir hier im Hafen fest. Okay. Erzähl mir von deinem Deal mit Alvarez. Erzähl mir von deinem Deal mit Alvarez. Es ist schon einige Zeit her. Da lag ich hier vor Anker.
Alvarez hat mein Schiff ausgerüstet und ich sollte ihm dafür den Blutopferdolch bringen. Er weiß, dass ich ihn erbeutet habe. Jetzt lässt er mich nicht mehr ablegen, bevor ich ihm den Dolch ausliefere. Wie können wir Alvarez überzeugen? Vergiss es. Der störrische Esel wird uns nicht helfen. Er will den Dolch, auch wenn ich ihm schon 100 Mal gesagt habe, dass ich ihn nicht bei mir habe. Wir müssten die Handwerker in der Stadt dazu bringen, gegen den Willen ihres Admirals zu handeln. Sie müssten uns die Ausrüstung trotz Alvarez' Handelsverbot verkaufen. Traust du dir das zu? Ja, das kriegen wir schon hin, klar. Klar. Das will ich hoffen, denn ich fürchte, Mara ist auf dem Vormarsch. Wenn wir uns nicht beeilen, wird sie uns hier finden und uns ihre Schergen schicken. Du besorgst den Kram und ich führe uns anschließend zu der Insel, wo ich den Dolch vergraben habe. Also, haben wir einen Deal? Hältst du diesen Deal denn dann auch? Okay, ich besorg uns die Schiffsausrüstung. Das kriegen wir hin, ne? Ich besorg uns die Schiffsausrüstung. Das ist ein Wort. Abgemacht. Ich warte so lange auf meinem Schiff. Komm zu mir, wenn du alles erledigt hast. Okay, was genau brauchst du denn so? Was genau brauchst du? Eine neue Kanone und ein paar Fässer frisches Pulver dazu. Bei meiner letzten Schlacht ist mir eine Backbordkanone um die Ohren geflogen. Okay. Deine letzte Schlacht? Ja. Eine Fregatte der Protektoren von Caldera hat mein Fahrwasser gekreuzt. Diese fette Beute konnte ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Ja, lief nicht so gut, wa? Apropos Wasser. Ohne Trinkwasser und ein paar frische Fischfässer werden wir auf See nicht weit kommen. Ach ja. Und einen neuen Steuermann. Was ist mit deinem Letzten denn passiert? Naja, wie soll ich sagen? Jones hatte einen kleinen Anfall von Tod. Ich musste ihn leider über Bord werfen lassen. Und ohne Steuermann kommen wir höchstens bis zum nächsten Riff. Verstehe. Deine Leute haben auf deinem Schiff nicht viel zu lachen, oder? Mach den Job eines Kapitäns mal ein paar Jahre. Dann wirst du sehen, dass es ohne Disziplin und Strafe nicht geht. Jones hat sich mir von meinen eigenen Leuten widersetzt. Das konnte ich ihm nicht durchgehen lassen. So einfach ist das. Ist das alles? Jedenfalls genug, dass ich es nicht wagen kann, einfach in See zu stechen. Gut. Ich denke, ich habe jetzt dein Bild. Okay. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Sollen die Sachen direkt auf dein Schiff geliefert werden? Nein. Wenn sie zum Hafenkai gebracht werden, reicht mir das. Meine Leute werden den Rest erledigen. Okay. Gut. Brauchst du irgendeine spezielle Kanone? Wieso? Habe ich denn eine Wahl? Wilson, der Schmied, versteht was von seinem Handwerk. Ich denke, ich könnte was Besonderes für dich in Auftrag geben. Eine ganz gewöhnliche, die rumst, qualmt und stinkt, reicht völlig aus. Na gut. Die wird er uns liefern. Gute Arbeit. Du verstehst dein Handwerk ebenso, wie ich sehe. Ja, du, ich arbeite dran, ne? Okay. Das war das. Kanonen haben wir ja schon. Essen haben wir, glaube ich, noch gar nicht am Start. Aber da wüsste ich auch nicht, wer uns damit versorgen soll. Der Lagermeister vielleicht. Ich muss mal eben ins Journal gucken. Antigua. Besorge Nachschub aus Tacarigua. Spencer hat nicht genug Rum für seine Taverne. Ah, okay, wir müssen erstmal das machen. Ich würde sagen, dann machen wir gleich mal einen kurzen Abstecher nach Tacarigua, holen Rum und kommen dann gleich wieder. Das ist ja dann nur hin und her gefahren, ne? Ja, sollte nichts Schlimmes passieren. Ich finde dieses von den Inseln hin und her gereise eigentlich ganz nice gemacht. Es ist jetzt halt keine zusammenhängende große Open World mehr. Aber es ist halt ja auch trotzdem ein zusammenhängendes Wäldchen mit ganz vielen kleinen Inseln. Und das Inselsetting, dadurch, dass es halt Inseln sind, sind es ja kleine in sich abgeschlossene Open Worldchen. Ist doch eigentlich ganz nett. Diese Emma aus dem Voodoo-Laden meint, ich sei ein Weltenlenker. Ja und? Was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja zu hören bestimmt. Ich wollte mal wissen, ob du das genauso siehst. Ach, so ist das. Du weißt doch, was du für mich bist. Ja? Was denn? Na, mein kleiner Held. Ich mein's ernst. Ja, ich auch. Und jetzt weiter aufs Ziel zu, du Weltenlenker. Mein kleiner Held. Der Admiral hat ein Handelsverbot über die Stadt verhängt. Als hätte der Befehl von irgendwem dich schon mal von irgendwas abgehalten. Naja, es wird schwierig, unsere Vorräte aufzufüllen, wenn die Leute hier nicht handeln dürfen. Du kriegst das schon hin. Da mache ich mir keine Sorgen, ne? Wegen des Schatzes deines Vaters, Slane hat ganz schön Ärger mit dem Admiral, du. Die sind sich richtig am Zoffen, das glaubst du nicht, du. Slane hat ganz schön Ärger mit dem Admiral. Und weiter? Was geschieht jetzt? Slane will uns zu seinem Blutopferdolch führen. Der soll sich auf einer anderen Insel befinden. Das hört sich doch gut an. Ja, aber ohne Schiffsausrüstung kann er nicht ablegen.
Dann beeil dich und besorg den Kram. Ich will hier keine Wurzeln schlagen. Ich arbeite dran, ne? So, es wird Zeit, Kurs zu setzen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Aye, aye. Wir müssen nach Takarigua. Caldera. Takarigua. Hier ist auf jeden Fall noch eine Insel. Da ist noch eine, da ist noch eine. Da kommt noch ein bisschen was, ne? Ich bin gespannt. Und hier ist auch noch eine. Also vier Inseln haben wir auf jeden Fall noch. Und in Caldera, da waren wir ganz am Anfang mal. Da haben wir auch die Insel noch nicht erkunden dürfen, weil da war das Tor ja zu, wo er meinte, nein, hier gehst du nicht raus. Ach, ich finde das immer wieder schön, wie die Schatten am Ausrasten sind. Ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war. Das kann natürlich jetzt auch an heutigen modernen Betriebssystemen mit modernen Grafikkarten und modernen Grafikkartentreibern liegen. Es sieht auf jeden Fall witzig aus. Ich bin überhaupt erstaunt, dass das Ding so ohne Probleme auf Windows 11 läuft. Also man musste wirklich nichts machen im Vergleich zu Gothic und so, wo man dann doch sehr viel modden und patchen muss, damit das halbwegs modern gut wieder läuft. Läuft hier Risen 2 echt solide. Ich habe nur die Bäume gepatcht, damit die nicht dauernd groß und klein werden, wenn man auf sie zuläuft. Da ist sehr viel Bewegung in der Vegetation drin, das nervt ein bisschen. So! Gehen wir mal kurz nach rumfragen, wenn wir schon mal hier sind, ne? So, hier tobt halt wirklich das Leben, ne? Spencer braucht eine Lieferung rum. Spencer braucht eine Lieferung rum. Er schickt mich, um sie abzuholen. Ach, der alte Narr hat jemand gefunden, der für ihn übers Meer schippert. So sieht's aus. Naja, ein Piratennest ohne Rum ist kein richtiges Piratennest. Da sagst du was Wahres. Wo soll ich die Lieferung hinbringen lassen? Lass sie auf mein Schiff bringen. Den Rest erledige ich schon. Gut. Dann bestellt Spencer, er soll das nächste Mal nicht alles auf einmal trinken. Ja, mach ich, ne? Hau rein! Gibt's in Takarigua noch was anderes, wo wir gerade mal hier sind? Nee, ne? Der Gierige auf den Spuren Garcias. Der Schlaue. Und die Kräuterbeutel. Ich habe das vergessen abzugeben. Ich hätte einfach nur nochmal mit dir reden müssen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch schon zu spät. Proviant. Osorio, der Koch, kann mir Proviant verkaufen. Gut zu wissen. Ja, das war's auch schon wieder. Könntest schon wieder abhauen. Na, Lago, noch alles gut bei dir? Tschüss. Zurück aufs Schiff und wieder zurückgefahren. Da gibt's hoffentlich Essen. Fürs Schiff. Essen und Wasser. Müsste dabei jetzt eigentlich bei rumspringen, wenn alles gut läuft. So. Paddy, es ist schon wieder Zeit, Kurs zu setzen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Aye, aye. John, würde ich sagen, auf nach Antigua. Heimat der Piraten. Mal sehen, ob dann jetzt gleich Tag ist. Oder ob man immer nachts ankommt. Wie ich mein Glück kenne, ist gleich Tag, aber es gewittert. So muss es eigentlich sein, ne? Das wäre genau das Richtige, was ich jetzt brauche. Du, 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 du. Häufiges Speichern ist richtig und ich sag's doch noch, ich hab's auch noch gecallt. Ich bin selber schuld, ich hab's gecallt, ich bin selber schuld. Ich geb's zu, ich bin selber schuld, ich hab's gecallt. Unglaublich. Unglaublich, oder? Kann doch nicht angehen. Mann. Oh, geh kurz mal pennen, oder? Eben schnell pennen, vielleicht normalisiert sich das dann. Moin, muss eben kurz pennen gehen. Bis zum nächsten Morgen. Leg dich mal eben hin. Leg dich mal hernieder. Oh ja, das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht nicht so aus, als würde es noch regnen. Das ist sehr schön. So. Du, 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 du. Noch die Fischchen hier und so. Es ist schon was schön. So. Okay, dann bringen wir jetzt erstmal den rum. Da wird der Rum einmal kurz rumgebracht. Und dann gibt es hoffentlich für uns auch... Im Becher saufen mehr Leute als im Meer. Also mehr. Pirat. Oh, morgen, wo ich dich gerade sehe. Oh, warte. Nee, machen wir gleich. Wer setz dich mal wieder. Hat, braucht keine Freunde. Ja, sorry. Setz dich mal erstmal wieder hin. Wir machen das gleich, ne? So, meine Lieben, der Hahn ist am Krähen und ihr wisst, was das... Ich will frei Bier. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback.
natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.